NRW dürfen seit diesem Montag Restaurants und Cafés unter strengen Auflagen wieder öffnen. Die Sitzplätze müssen weit genug auseinander sein. Mindestens 1,5 Meter Abstand muss zwischen den Tischen bestehen. Außerdem werden Gäste bei Betreten der Lokalitäten ab sofort namentlich registriert. Auch der Handel profitiert. Geschäfte dürfen unabhängig ihrer Größenordnung wieder öffnen. Auch Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen unter Auflagen zu touristischen Zwecken wieder genutzt werden. Gelockert sind seit diesem Montag auch die Kontaktbeschränkungen. Ab sofort ist es Personen zweier Haushalte erlaubt, sich in der Öffentlichkeit zu treffen. Die Stadt Duisburg hat in den letzten 2 Wochen verstärkt Corona-Infektionen in Hochfeld registriert. Weil auch hier in dieser Woche die Schüler wieder tageweise in den Unterricht zurückkehren, soll es hier an mehreren Schulen vorbeugende Tests geben. Diese werden in den Schulklassen angeboten. Die Befunde sollen 3 Tage nach Durchführung vorliegen. Kinder, bei denen eine Infektion festgestellt wird, müssen bis zur Ausheilung in häuslicher Quarantäne bleiben, um eine Ansteckung der Klassenkameraden und ihrer Familien zu vermeiden. Am Sonntagmorgen hat es im Tierheim Duisburg einen Schwelbrand gegeben. Mitarbeiter des Tierheims, die über eine Brandhelferausbildung verfügen, hatten direkt mit den Löscharbeiten begonnen. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden. Jedoch kam für eine Katze jede Hilfe zu spät. 4 weitere Katzen wurden zur Untersuchung in das Kleintierzentrum Asterlagen gebracht. Die Ursache der Brandentstehung ist bisher nicht bekannt. Nachdem Unbekannte zwischen Montag, den 4. und Mittwoch, den 6. Mai, die Love Parade-Gedenkstätte verwüstet haben, sucht die Duisburger Polizei noch immer nach Verdächtigen. Wer Hinweise hat, soll sich telefonisch beim Kriminalkommissariat melden. Die Vandalen beschädigten unter anderem eine Gedenktafel und Porträtfotos. Ehrenamtliche Helfer stellten die Beschädigungen fest und informierten die Polizei. Die Hintergründe der Tat und das Motiv der Täter sind derzeit noch unklar. Die Fahrerlaubnisbehörde in Duisburg startet eine Online-Terminvergabe. Seit diesem Montag können hier neue Termine für Angelegenheiten rund um den Führerschein über das System gebucht werden. Die Terminvereinbarung erfolgt ausschließlich über das Online-System. Eine Buchung per Telefon oder E-Mail ist nicht möglich. Die Termine starten am Mittwoch. Das Duisburger Filmforum will die kinofreie Zeit auch weiterhin überbrücken. Nach dem großen Erfolg des Filmforum Autokinos auf dem Parkplatz der MSV Arena plant das kommunale Kino jetzt ein Nachfolgeformat. Gemeinsam mit dem Landschaftspark Duisburg Nord arbeite man aktuell an einem passenden Konzept. Näheres soll noch in dieser Woche bekannt gegeben werden. Am Sonntagabend lief die letzte Vorstellung in Duisburgs wohl erst im Autokino. Der Dienstag bringt in Duisburg einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken und auch der Wind lässt spürbar nach. Dazu gibt es Höchstwerte von 13 Grad. Am Mittwoch wird es wieder deutlich sonniger. Die Wolken ziehen sich mehr und mehr zurück. Das Thermometer schafft es auf bis zu 14 Grad. Ganz ähnlich am Donnerstag. Es wird überwiegend heiter, nur am Nachmittag ziehen mal etwas dichtere Wolken auf. Die Temperaturen klettern auf bis zu 15 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, geblitzt wird in Duisburg morgen unter anderem auf der Bismarckstraße in Friemersheim und auf der Karl-Jahres-Straße in Hochfeld. Baustellen behindern unter anderem in Hamborn die freie Fahrt. Hier gibt es eine Einbahnstraßenregelung auf der August-Thyssen-Straße. Betroffen ist der Bereich zwischen Markgrafenstraße und Walter-Rathenau-Straße. Ende Juli ist der Weg hier wieder in beide Richtungen frei. Und in Mittelmeiderich gibt es eine Vollsperrung auf der Schlossstraße. Die ist zwischen Bahnhofstraße und Moritz-Tiegler-Straße dicht. Anfang Juni sollen die Arbeiten beendet sein. Studio 47 wünscht eine sichere und staufreie Fahrt.